Für die SPD hat das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, denn die einen sind im Dunkeln und die anderen sind im Licht und man sieht die im Lichte, die im Dunkeln sieht man nicht. Das sind die letzten Zeilen der Dreigroschenoper von Bertolt Brecht, in den 20er Jahren uraufgeführt. Und das, was es aussagt, das betrifft leider auch heute noch, zumindest bezogen auf wohnungslose Menschen, trifft das auch heute noch zu. Denn wenn wir über wohnungslose Menschen reden, dann liegt noch viel im Dunkeln. Wie viele Menschen sind überhaupt davon betroffen, dass sie über keinen Wohnraum verfügen? Wie viele sind in dieser überaus schwierigen Situation, sowohl finanziell als auch sozial, als auch menschlich? Wie viele leben auf der Straße? Wie viele in Einrichtungen? Wie viele Couchsurferinnen und Couchsurfer gibt es? Das ist ja ein beschönigender Begriff für Menschen, die zwar keinen eigenen Wohnraum haben, aber von Couch zu Couch, von Freund zu Bekannten, zu Familienangehörigen wechseln. Wie viele sind Männer? Männer sind betroffen. Wie viele Frauen? Wie viele Kinder? Wie viele kleine Kinder? Wie viele Heranwachsende? Wie leben diese Menschen? Bisher sind wir da angewiesen auf Schätzungen der BAG Wohnungslosenhilfe, denen ich an dieser Stelle mal ein herzliches Dank aussprechen möchte für ihre Arbeit. Die kommt in einer Stichtagsschätzung für 2018 zu der Schätzung, dass etwa 542.000 Menschen betroffen sind von Wohnungslosigkeit in diesem reichen Land. 67% davon Männer, 25% Frauen und 8% Kinder. Eine aktuelle Studie des BMAS, die dazu Kommunen und Träger befragt hat, kommt für Mitte 2018 zu Schätzungszahlen zwischen 313.000 und 337.000. Es steht also fest, erstens, wir wissen es nicht genau, und zweitens, es sind viel zu viele. Es ist für mich ein Armutszeugnis, dass wir noch keine Statistik haben. Und ich finde es deshalb sehr gut, dass die Bundesregierung, nachdem das Problem im letzten Armuts- und Reichtumsbericht schon einmal deutlich angesprochen worden ist, jetzt der Kontakt zunächst mit den Ländern gesucht wurde und jetzt ein Gesetzentwurf vorgelegt wird. Wir bringen mit diesem Gesetzentwurf ein wenig Licht ins Dunkel, nämlich in Bezug auf diejenigen Menschen, die wohnungslos sind und in Einrichtungen untergebracht sind, beziehungsweise diese zur Übernachtung in Anspruch nehmen. Dort wird in einer Stichtagsregelung erfasst werden, wie viele Menschen das in Deutschland tun müssen. Klar ist auch, der Gesetzentwurf würde zunächst noch recht vieles im Dunkeln lassen. Aber ein Teil des Bildes würde uns viel klarer vor Augen treten und gäbe uns eine gute Grundlage zu bewerten, wie groß das Problem ist. Und eine jährliche Statistik würde sicherstellen, dass wir auch Entwicklungen sehr zügig sehen und darauf natürlich, Herr Kollege, dann auch Antworten noch besser finden würden. Ich gebe zu, ich könnte mir noch eine ganze Menge Licht mehr vorstellen, nicht um die Leute ans Licht zu zerren, aber um das Problem aufzuhellen, um es klarer zu sehen, etwa bezüglich der Menschen, die auf der Straße leben und Übernachtungseinrichtungen nicht annehmen, entweder weil sie es nicht wollen oder auch weil sie es nicht dürfen oder können. Oder auch, was ist mit den Menschen, die von Wohnungslosigkeit bedroht sind? Was ist mit Menschen, die eben als Couchsurfer keinen festen Wohnsitz haben und hier und dort Unterschlupf bekommen? Wenn es dazu keine guten statistischen Möglichkeiten gibt, das kurzfristig anzugehen, dann gewinnt für mich die Begleitforschung noch mal an großer Bedeutung. Die ist in § 8 des Gesetzes auch vorgesehen und würde dazu beitragen, das Bild noch deutlicher werden zu lassen. Ich freue mich jedenfalls auf die Anhörung und die Gesetzgebung. Es ist ja nur ein kleines Gesetz, aber ich hoffe, ein kleines Gesetz mit einer großen Wirkung, was dazu beiträgt, dass wir diese Gruppe deutlicher wahrnehmen und ihre Probleme damit auch ernster nehmen und sie auch angehen. Vielen Dank. Vielen Dank, Daniela Kolbe. Nächster Redner.